Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Disney Dreamlight Valley. Es ist der 1. Mai und diese Folge wird wahrscheinlich am 17. Mai hochgeladen. Genau, und ich habe mir gedacht so, ja, ist ja egal, wenn ich schon für diese Woche angefangen habe aufzunehmen, dann nehme ich noch 3 Folgen auf. Das ist die 1. von 3, also für Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Und wir sollten ja, also in den letzten Folgen haben wir Scar sozusagen nicht freigeschaltet und Olaf. Anna und Elsa muss ich noch freischalten und wen haben wir noch zum Freischalten? Genau, Stitch von Lilo und Stitch, dann Nala und Simba, Prinz Erik. Ich vermute mal, das wird ein Weilchen dauern und sonst haben wir eigentlich alle bisherigen Charaktere freigeschalten. Und ich habe ja wieder gefarmt gestern Abend nach den 3 Folgen, die ich aufgenommen habe. Ich glaube, es waren 3. Da habe ich per Zufall, eigentlich wollte ich nur angeln und, naja, graben. Also weil die Traumscherben. Und dann habe ich zufälligerweise Dagoberts Schlüssel gefunden. Dagobert Ducks Schlüssel. Und muss man aufpassen. Zum Glück steht es da. Und die Dagobert Ducks verschlossene Truhe. Tja, gut. Das passiert halt, wenn man angeln geht und wenn man gräbt. Und dann bringen wir das einfach zu Mutter Gotel. Können wir ein bisschen sammeln. Haben wir genug Platz im Inventar. Wie viel kostet die Erweiterung? 50.000. Nö. Sondern schaue ich schnell mal nach. Ich glaube, ich habe nichts gepflanzt. Habe wohl vergessen. Wie heißt's? Kürbisse zu pflanzen. Ich kann mir einfach nicht merken, wie das heißt. Kürbis, 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 Kürbis. Und wir haben die Brunnen endlich repariert. Das heißt, wir können dahin teleportieren. Und ich frage mich, ob es hier auch irgendwann ein Biom geben wird. Wer weiß, ob die nur aus dem Schloss befreit werden müssen. Egal. Also, wir fliegen jetzt zu Mutter Gotel. Sie ist nicht zu Hause. Ah, die ist im Laden. Na dann, das ist ein riesengroßer Stein, den müssen wir zertrümmern. Zaboom. Das hat den ganzen Weg kaputt gemacht. Und, oh, okay. Und dann, also so sah das aus. Und dann habe ich plötzlich die Truhe, das war beim schillernden Strand, glaube ich, gefunden. Und ja, gut. Also nur zur Info, ich wollte es mit euch finden, aber leider... Ja, passiert. So, ah, da ist sie ja. Was für ein Vergnügen. Uff, du schon wieder. War nur ein Scherz. Schön, dich zu sehen. Mein Königreich für eine Schriftlore müsste sein. Freunde sind keine Nahrung. Keine Ahnung. Dann geben wir das mal. Hier, ich habe die Sachen gefunden. Oh. Ja. Die Truhe und den Schlüssel. Ja. Hier ist sie, die Sonnenschriftrolle. Das bringt mich der Suche nach dem Sonnenstein einen Schritt näher. Ich musste mich dafür nur extrem anstrengen. Natürlich hast du geholfen, Ray-Ban. Ich werde dich schon wissen lassen, wann du wieder von Nutzen sein kannst. Geh erst, ich muss eine Schriftrolle studieren. Gut, dann, was haben wir denn noch für Aufgaben? Okay, das sind jetzt so eine Freundschaftsaufgaben. Genau, ich habe auch per Zufall... Das sind jetzt nicht im Inventar. Räusper. Habe ich auch 2 Kochbücher gefunden. Genau, dann dachte ich mir, wenn das so schnell ging, würden wir vielleicht... Das... Oder haben wir irgendwelche Aufgaben, die... Quatsch. Ach, vielleicht kaputten Schlitten. Dann können wir... Oh gut, das gibt aber viel. Oh, der Freunde. Was könnten wir denn machen? Wir könnten noch mit ihr reden. Hm, nee, warten wir mal ab.
Schon der Prinz. Achso, da muss ich mit Merlin machen. Wir gehen jetzt rein. Ich hoffe, dass es nicht zu lange dauert. Für das die Eiskönigin Dings freizuschalten. Ich glaube, das sind die letzten zwei Reiche, die wir hier freischalten können. Das ist ja alles gesperrt. Da oben kommen irgendwann hoffentlich irgendwas. Keine Ahnung, was hier reinkommen wird. Ich vermute mal, machen sie dann da weiter. Oder oben. Das sehen wir dann. So, dann würde ich sagen, schalten wir das frei. Du bist hier. Schön, denn uns bleibt nicht viel Zeit. Auf der anderen Seite dieser Tür wirst du ein Land mit Fjorden und Wiesen sowie eine sehr mächtige Frau finden, die die Fähigkeit hat, Eis und Schnee zu kontrollieren. Benutze dein Dreamland, um den Weg dorthin zu öffnen. Ach, dann vermute ich mal, da ist Elsa. Und vielleicht auch Anna. Naja, schauen wir mal. Dann verwenden wir unser Dreamland. Wir haben hier 16.000. Bravo, du hast das Reich von die Eiskönigin völlig unverfroren geöffnet. Ich knüpfe meinen Hut, darauf wurde es wohl, sich aufzulassen. Prinz Erik sagt, dass du ein freundlicher junger Mann mit dunklem Haar. Oh, verflixt und zugenäht. Ich fürchte, ich kann mich an nichts mehr erinnern. Es tut mir leid, Ray-Ban. Ich hätte es selbst nicht besser hinbekommen. Okay, dann haben wir mit Merlin geredet, müssen wir noch mit Maui und Christoph reden. Und dann gehen wir mal da rein. Da mache ich schnell ein Foto. Foto. Vorher, nachher sozusagen. So, und jetzt holen wir uns. Die Person. Ah, ich vermute mal, es sind doch beide. Oh. Oh. Moment, hallo. Kamera ist ein bisschen komisch. Na egal. So, dann reden wir mal mit Anna. Hallo. Okay, denk nach, Anna. Denk nach. Du kannst die Lösung finden. Du kannst da, also du schaffst das. Oh, hey. Da ist jemand. Ich meine, natürlich bist du auch jemand. Es ist nur so, dass ich... Ach, egal. Glaubst du, dass du mir bei etwas helfen könntest? Meine Schwester ist irgendwo in diesem Wald und falls du es noch nicht bemerkt hast, alles steht gerade irgendwie in Brand. Wer bist du? Ich bin Anna, eigentlich Königin Anna von Arendelle. Dann habe ich mich noch gar nicht gewöhnt. Du bist eine Königin? Das ist so cool. Ach wirklich, herrsche über dieses ganze Tal? Soll ich mich vor dir verbeugen oder so? Oh, danke, das ist es wohl, oder? Aber bitte nenn mich einfach Anna. Ich kam in den Zauberwald, um meine Schwester Elsa zu besuchen. Ich bin Ray-Ban. Was ist das für ein Ort? Das ist der Zauberwald. Normalerweise leben die Naturgeister hier in Frieden. Aber irgendetwas hat sie aus dem Gleichgewicht gebracht. Meine Schwester Elsa ging der Sache auf den Grund, aber sie ist doch nicht zurückgekommen. Ich habe überall nach ihr gesucht und jetzt versperrt mir all dieses Feuer den Weg. Mach dir keine Sorgen, wir werden sie finden. Wir müssen nur einen kühlen Kopf bewahren, unser Urteilsvermögen nutzen und zusammenarbeiten. Du hast recht, dieses Problem ist zu groß, um von irgendeinem von uns alleine gelöst zu werden. Also, wie kann ich helfen? Ich kann etwas zaubern, vielleicht kann ich helfen zu lösen, was hier vor sich geht. Das wäre super, wir müssen einen Weg finden, die Naturgeister zu beruhigen. Wir sollten wahrscheinlich mit Bruni, dem Feuergeist, anfangen. Damit nicht der ganze Wald abbrennt. Also, wie beruhigt man das Feuer? Ich hole einen Eimer Wasser. Nun, zuerst müssen wir ihn finden. Bruni sieht aus wie ein kleiner süßer Salamander und er ist wirklich schüchtern. Ich bin mir sicher, dass er all diese Probleme nicht verursachen wollte. Wahrscheinlich hat er nur Angst. Okay, lass uns herausfinden. Alles klar, es gibt ein kleines Problem. Bruni ist irgendwo tief im Wald und all dieses Feuer versperren den Weg. Wir müssen einen Weg finden, sie zu löschen. Keine Sorge, mit meiner magischen Gießkanne sollte es klappen. Das würde, glaube ich, auch mit einer normalen Gießkanne funktionieren, aber
Eine magische tut's auch. Magische Gieß? Okay, ich vertraue dir einfach. Oh, und hier, Els hat mir dieses feuerfesten Handschuh gegeben, damit wir Bruni halten könnten und uns nicht verbrennen. Cool. Also ich bin bereit, wann immer du willst. Lass uns das all dieses Feuer beseitigen und einen Feuergeist finden. Auf Wiedersehen! Na dann zieh ich die mal an, um mich nicht zu verbrennen. Benutze deine Gießkanne, um dir einen Weg durch das Feuer zu bahnen. Such im Wald. Such im Wald nach dem Feuergeist Bruni. Benutze deine Gießkanne, um dir einen Weg. Okay. So, ich lösche das ganze Feuer. Blub, blub, blub. Blub, blub, blub. Blub, blub, blub. Oh. Der Knoblauch. Perfekt. Blub, blub, blub. Blub, blub, blub. Vorne ist auch noch Feuer. Blub, blub, blub. Oh, eine Truhe. Müssen wir schnell öffnen. Auch wenn es brennt. Cool. So, da ist noch Feuer. Blub, blub, blub. Und Knoblauch. Müssen wir sammeln. Blub, blub, blub. Blub, blub, blub. Blub, blub, blub. Zum Glück haben wir unendlich viel Wasser hier drin. Wie komme ich da hin? Da? Muss ich das kaputt machen? Ja, dann nicht. So, hier. Blub, blub, blub. Blub, blub, blub. Blub, blub, blub. So, zwar mit einer Gießkanne. Blub, blub, blub. Blub, blub, blub. Blub, blub, blub. Blub, blub, blub. Okay. Hartiges Feuer. So, blub, blub, blub. Bin ich zum Blöd zum Ziel oder was? Na gut. Blub, blub, blub. Blub, blub, blub. Komm mal irgendwie nicht hinter. Fange Bruni. Bleib stehen, Bruni. Bruni! Blub, blub, blub. Ah, der Bruni. Warte. Warte. Ah, der Bruni. Hol dich ein. Oh. Das ist ja süß. Ich mach das zur Sicherheit aus. Oh, das kostet Energie. Zur Sicherheit ausmachen. Ich geh schon den richtigen Weg, oder? Blub, blub, blub. So, ich vermute mal... Ich geh schon den richtigen Weg. Ich habe mich verirrt. Es regnet. Ach, jetzt regnet's. Na toll. Ja, Bruni, der Feuergeist. Ja. Wow, ich freue mich so, dich zu sehen. Wow, du hast echt Talent. Bruni ist wirklich glücklich und ruhig. Ich nehme mal an, du hast meine Schwester nirgendwo gesehen? Leider nicht. Das ist schon in Ordnung. Ich schätze, wir müssen einfach tief in den Wald gehen. Oh. Es gibt nur ein kleines Problem. Ein riesiger Erdriese versperrt den Weg. Ein Erdriese? Aha. Ja, folge mir. Ich werde ihn dir zeigen. Wir unterhalten uns bald wieder, ja? Folge Anna. Jetzt leckt das ein bisschen. In letzter Zeit leckt das ziemlich häufig. Hey, du bist hier! Siehst du, was ich meine? Dieser Erdriese ist dort drüben eingeschlagen und blockiert den Weg. Aha. Wir müssen ihn aufwecken, aber wir müssen vorsichtig sein. Erdriesen können ein bisschen mürrisch sein, was ich total verstehe. Frag einfach meine Schwester. Ich bin kein Morgenmensch. Ich bin immer bereit, den Tag zu nutzen. Oh, ich könnte jetzt schon wieder ins Bett gehen. Oh, mach noch kein Nickerchen. Wir haben einen Wald zu retten. Wir haben also eine vermisste Schwester und einen schlummernden Erdriesen. Wie wecken wir dieses Ding auf? Nun, es gibt eine Sache, die mich immer sofort aufweckt. Der Geruch von Essen. Ein gigantisches Frühstück kommt sofort. Essen-Erdriesen überhaupt? Mhm. Ich habe keine Ahnung. Aber wenn wir etwas herstellen, das stark genug riecht, um seine Aufmerksamkeit zu erregen, spielt das vielleicht keine Rolle. Mal sehen. Oh, wir könnten etwas daraus zubereiten, was Elsa und ich gemacht haben, als wir klein waren. Steinsuppe. An sonnigen Tagen gab uns der Gärtner die Zutaten und wir taten so, als würden wir das ganze Königreich kochen. Für das
ich glaube, für das ganze Königreich von da. Wir brauchen ein paar raue Felsen und eine Brühe aus Oregano und Basilikum. Der Geruch davon sollte unseren riesigen Freund ruckzuck aufwecken. Ja. Yeah. Wenn wir uns hier umsehen, werden wir sicher genau die richtigen rauen Felsen finden. Wir müssen allerdings woanders suchen, um den Rest der Zutaten zu finden. Sobald wir die Zutaten haben, können wir die Steinsuppe kochen und sie auf den Steinhaufen am Fuß des Erdriesen legen. Auf Wiedersehen! Suche den Boden nach rauen Felsen ab. Basilikum Oregano habe ich, aber nicht in meinem Inventar, aber okay. Also gut. Die magische Spitzhacke wird es schon machen. Suche nach. So wahrscheinlich. Aufheben. Ach so. Dann brauche ich die magische Spitzhacke nicht. Sondern einfach nur diese glitzernden Steinfelsen. Was haben wir da? Können wir das sammeln? Nö. Ist nur Deko. So, lala. Wo könnte noch was sein? Hier glitzern keine Steine. Ach, da vorne, glaube ich. Koche eine Steinsuppe mit rauen Felsen, Basilikum und Oregano. Okay, deshalb ist hier auch eine Kochstation. Sodala. Dann Oregano, was war das andere? Was ist denn das? Oregano und Basilikum war das, glaube ich. Eine Steinsuppe. 5 Sterne. Wir haben ein neues Rezept gelernt, das wir nicht gebrauchen können. Oder voraussichtlich. Stell die Steinsuppe auf den Steinhaufen in den Erdriesen. Ah, hier. Interagieren. Lecker Steinsuppe. Sprich mit Anna. Okay. Hallo. Oh, ich kann die Steinsuppe von ihr aus riechen. Ich möchte mich fast rüberschleichen und ein bisschen probieren. Lieber nicht. Ich hätte auch Lust dazu. Lass uns das machen. lieber nicht. Natürlich, das wäre albern. Aber es macht irgendwie Spaß, so zu tun. Außerdem gefällt es dem Erdriesen vielleicht nicht, dass wir seine Suppe probieren. Hey, hast du dieses Gepolter? Der Erdriese wacht langsam auf. Schnell, wir müssen uns verstecken. Wo ist die Steinsuppe hin? Es hat funktioniert. Der Erdriese ist aufgewacht und gegangen. Der Weg ist allerdings immer noch versperrt, da der Boden voller Löcher und Felsen ist. Keine Sorge, ich habe eine magische Spitzhacke und eine magische Schaufel, die wir benutzen können. Moment. Also du hast neben einer magischen Gießkanne auch eine magische Spitzhacke und eine magische Schaufel? Was wirst du als nächstes verwenden? Eine magische Angelrute? Wow, okay, vielleicht kannst du mir später von deinen anderen magischen Gegenständen erzählen. Hm? Wir müssen den Wald weiter erkunden. Meine Schwester muss hier irgendwo sein. Und vergiss nicht, ich glaube an dich. Oh, benutze deine Schaufel und deine Spitzhacke, um den Weg frei zu machen. So, ach da. Okay. Dann magischer So, dann hier. Abus. Ich weiß nicht, ob wir diese ganzen Sachen einsammeln müssen oder sollen oder können oder wie auch immer. Ach, hätte ich doch diese Steinsuppe, damit ich noch Energie hätte. So, lala. Blub, blub, blub. Also so viel müssen wir doch nicht frei machen. Achso, du folgst mir einfach. Wenn wir schon mal hier sind. Ach, da ist Elsa. Oh nein, die Brücke ist überflutet. Sprich mit Anna. Hey, du bist hier. Sieh nur, da ist Elsa.
Aber sie ist auf der anderen Seite dieses reißenden Flusses und die Brücke ist komplett überflutet. Wir müssen den Wassergeist beruhigen. Hast du irgendeinen Ratschlag? Kann deine Schwester helfen? Ja, aber sie ist offensichtlich sehr beschäftigt. Wir müssen uns etwas einfallen lassen, okay? Ja. Ich sehe den Wassergeist hier nirgendwo. Moment mal, der Fluss tobt, aber der Teich da drüben ist vollkommen ruhig. Lass uns der Sache auf den Grund gehen. Auf Wiedersehen. Folge Anna zu dem ruhigen Teich. Wahrscheinlich muss ich meine magische Angelrute benutzen. Hallo. Ich glaube, da unten leuchtet etwas. Oh. Ich wünschte, es gäbe eine Möglichkeit, es herauszufischen. Moment, hast du tatsächlich eine magische Angelrute oder war das ein Witz? Ich habe tatsächlich eine magische Angelrute. Na, dann angle mal los. Wir müssen sehen, was auf dem Grund des Teiches glüht. Dieses Teiches glüht. Vielen Dank. Na dann. Hui. No. Komm schon. Annas Verlobungsring. Damit habe ich gerechnet. Ich habe einen Verlobungsring gefunden. Ja. Hey, du bist hier. Mein Verlobungsring? Was macht der denn hier? Oh, er muss in den Teich gefallen sein, als ich vorhin nach Elsa gesucht habe. Mein Ring gehört nicht in dieses Gewässer. Das Metall und der Stein sind im Zauberwald nicht heimisch. Oh. Das war sicher der Grund, weswegen der Wassergeist aufgebracht war. So schnell beruhigt man einen Wassergeist? Oh, und sieh nur, jetzt wo wir meinen Ring entfernt haben, ist das Wasser ruhig. Die Brücke ist nicht mehr überflutet. Der Wind bläst allerdings immer noch ziemlich stark. Da wir jetzt meine Schwester gefunden haben, können wir gemeinsam versuchen, den Windgeist zu beruhigen. Ach, jetzt gibt es auf einmal einen Windgeist. Das kann man warten, Elsa kennenzulernen. Ich bin nervös, also wirkt einschüchternd. Nach all dem, was du für mich getan hast, weiß ich, dass ich dich auch kennenlernen möchte. Lass uns mit dir reden. Du schaffst das! Okay. Triff Elsa mit auf der anderen Seite der Brücke. Hallo. Hallo, Ray-Ban. Meine Schwester hat mir erzählt, dass du ihr geholfen hast, sicher durch den Wald zu kommen und die anderen Naturgeister zu beruhigen. Ich war vor deiner Schwester bei dir? Egal. Ich kann dir nicht genug danken. Keine Ursache, ich helfe Leuten immer gerne. Danke, mir nicht zu früh, ist noch nicht vorbei. Du hast recht. Aha. Ich habe versucht, Gale, den Windgeist, zu beruhigen. Normalerweise ist er sehr verspielt, aber als der Wassergeist wütend wurde, bekam Gale Angst. Ich weiß, dass Gale mir vertraut, aber er ist so aufgeregt, dass ich mir nicht sicher bin, ob er mich richtig hören kann. Ich habe eine Idee. Wir sollten Windspiele in die Bäume hängen, damit diese Naturgeist Musik machen kann, Spaß haben kann, mit den Geräuschen experimentieren kann. Ich weiß nicht, ob Gale versteht, was Musik ist, aber einen Versuch ist es auf jeden Fall wert. Ich werde weiter versuchen, Gale zu beruhigen, während du die Windspiele herstellst. Ich brauche Weichholz für die Struktur und die Rohre und einige Eisenbahnen für den Schlagbolzen. Ich brauche etwas, um alles zusammenzuhalten. Hier, nimm diese Schnur, die ich gefunden habe. Gale hat sie vorhin herumgeworfen. Vielleicht kannst du damit alles zusammenbauen. Wie magisch du mir das übergibt. Danke, ich komme bald mit den Windspielen zurück. Hoffentlich können wir bald wieder plaudern. Stelle Windspiele her. Aber vorher? Achso, das ist nur... Na gut, dann müssen wir Windspiele herstellen. Sehr, sehr gut. Dann können wir ein bisschen Energie tanken. Wir wissen ja nicht, was wir noch alles machen müssen. Also anscheinend bekommen wir beide gleichzeitig. Sehr gut. Naja. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich sie gleich zurückgeholt. Dann hoffe ich, dass ich alles habe, was ich brauche. Wenn nicht, wäre es ein bisschen blöd. So, dann stellen wir mal 3 Windspiele her. Ah, da. 1, 2, 3. Perfekt. Deshalb gehe ich farmen. Ich muss auf jeden Fall Eisenbahn noch herstellen. So, da la. Kerins Reich zurück. Und das geht einfach. So, da la.
Und dann müssen wir nur noch das da machen. Dann haben wir alle Reiche freigeschalten. Och nee. Muss ich den ganzen Weg da zurückgehen? Das wüsste ich doch, den Weg. Na egal. Let it go, let it go. Da ba di ba di ba di ba do. Da 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 da. Ja, verbrechen wir mal. Gerade Steine. Jetzt weiß ich leider nicht mehr, wo ich lang muss. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich gehe falsch. Ja, ich bin falsch abgebogen. Warum muss ich auch wieder hierher porten? Ich glaube, da sind wir lang gegangen. Falsch abgebogen. Und dann kann ich ein bisschen Erde einsammeln. Ach, die Musik ist so schön. Ich glaube, das ist die von die Eskenegin 2. Mhm. Warum konnte ich da nicht importen? Hm, da. Platziere all die drei Windspiele in verschiedenen Bäumen. Okay. Interagieren. Nummer 1. Nummer 2. Und wahrscheinlich den, oder? An welchem Baum soll ich den jetzt platzieren? Ach, hier. Nummer 3. Knoblauch. Sprich mit Elsa. Hallo. Danke, dass du mir geholfen hast, Geld zu beruhigen. Die Naturgeister sind wieder in Harmonie. Der Zauberwald ist wieder im Gleichgewicht. Klingt, als wäre deine Arbeit hier getan. Möchtest du mein Dorf besuchen? Auch da möchte ich für Gleichgewicht sorgen. Ich brauche magische Hilfe. Ich würde gerne dein Dorf besuchen, aber fürs Erste ist mein Platz hier im Zauberwald. Ach, Elsa, stell dich doch nicht so an. Ich muss aufpassen, dass nichts anderes schief geht. Aber nach allem, bei dem du geholfen hast, bin ich ziemlich neugierig, woher du kommst. Ich verspreche, eines Tages dein Dorf zu besuchen. Das war sehr beeindruckend. Ah, verdammt. Sag jetzt nicht, sprich mit einem... Ach, verdammt. Ach, das ist ja jetzt doof. Da muss ich wieder rein. Da war ich ein bisschen zu vorschnell. So, sprich mit einem Reich, die S-König für dich und lade sie in Dreamlight Valley an. Was das Gute ist, da ist sie. Wow, alles wirkt ruhig. Vielen Dank für deine Hilfe. Auf Elsa und mich wartet natürlich immer ein neues Abenteuer um die Ecke. Ich frage mich, was es dieses Mal sein wird. Nun, ich komme von einem Ort namens Dreamlight Valley und glaube, dass es dir wirklich gefallen wird. Ich könnte dein nächstes Abenteuer werden. Es könnte dein nächstes Abenteuer werden. Christoph ist dort. Christoph ist da? Warum hast du das nicht gleich gesagt? Und was macht er da? Ja. Ich muss in dein Dorf gehen. Nimmst du mich gleich mit? Natürlich. Ich will dich nicht unter Druck setzen. Sicher, warum nicht? Danke. Bitte, geh voran. Wir unterhalten uns bald wieder, ja? Rückkehr ins Dreamlight Valley. Als Anna, willkommen. Na, zumindest haben wir Anna. Oh. So, natürlich machen wir ein Foto. Nein, das gefällt mir nicht. So, lala. Das Gute ist, wir sollten ja noch... Also das hätte ich vielleicht mit Elsa noch machen können. Egal. So, jetzt haben wir Anna. Sprich mit Anna. Okay, dann sprechen wir mal. Oh, wow, dieser Ort ist so anders als Arendelle. Und doch fühlt er sich seltsam vertraut an. Moment, ich war schon einmal hier, oder? Vor dem Vergessen. Natürlich, jetzt erinnere ich mich.
Vielen Dank, dass du mich hierher gebracht hast. Wir sehen uns bald, aber jetzt muss ich erstmal Christoph finden. Es gibt etwas, vor dem ich dich warnen muss, Anne. Es ist eine lange Geschichte, aber um das Dorf zu retten, musste Christoph seine Erinnerungen an dich aufgeben. Es war alles Teil eines Zauberspruchs. Er wird sich nicht daran erinnern, wer du bist. Es tut mir leid. Es ist nicht seine Schuld. Was? Nein, das ist unmöglich. Ich bin mir sicher, dass er alles tun würde, um diesen Ort zu retten. Es ist mir egal, unter welcher Art Zauberspruch Christoph steht. Unsere Liebe ist nicht schwach. Wenn er mein Gesicht sieht, wird er sich an mich erinnern. Oder? Du hast recht, liebes Team, ist Magie. Ich hoffe es wirklich, Anna. Ich drücke sie wieder. Ich werde einfach mit ihm reden. Danke für deine Warnung, Ray-Ban. So, können wir Elsa jetzt holen oder nicht? Naja, gut. Was haben wir denn noch für Aufgaben? 30 Minuten. Wir könnten auch die Folge früher beenden. Oder wir reden einfach mit Maui. Da ist er ja schon. Oh, hey! Groß, dunkelhaarig und gut aussehend, ein Prinzentyp. Ja! Du brauchst nicht weiter zu suchen. Deine Freundin Ariel sucht bestimmt nach mir. Sag ihr, dass Maui immer Zeit für seine Fans hat. Besonders für meine Meerjungfrauen-Fans. Richte ihr aus, dass ich ihr jederzeit ein kurzes Treffen zur Verfügung stehe, wenn sie das möchte. Sie braucht nur deine Hilfe, um Erik zu finden. Du bist kein hübscher Prinz. Ach so, nun, so gerne ich auch helfen würde. Ich erinnere mich an niemanden namens Erik. Tut mir leid, Raven. Okay, ich bin raus. Mit wem sollen wir noch reden? Mit Christoph. Wo ist denn Christoph? Ist er vielleicht im Restaurant? Nein. Christoph? Ach, da unten. Ja, perfekt. Ach, als wüsstest du, dass ich mit dir reden möchte. Bleib doch stehen. Nein. Oh, hey. Ein Prinz mit dunklem Haar? Jetzt, wo du es erwähnst. Ich erinnere mich an so jemanden. Aber es ist irgendwie verschwommen. Ah. Früher habe ich einem Mann bei seinen Expeditionen auf See geholfen. Er fand seltene Artefakte aus dem Tal und ich half ihm, sie von seinem Schiff zu holen, sie zu bewahren und zu archivieren. Vielleicht war das dieser Erik. Ja. Vielleicht habe ich zu Hause noch ein paar Aufzeichnungen von seinen Expeditionen. Ich muss ein paar Sachen für Donald holen, aber wenn du dich drin umsiehst, findest du sie bestimmt. Vielleicht habe ich aufgeschrieben, wo Prinz Erik hingegangen ist. Wiedersehen. Suche in Christophs Haus nach den Expeditionsberichten. Dann teleportieren wir mal dahin. Dann können wir ein bisschen... Ja, ich meine, die meisten Folgen sind ja eh immer so 40 Minuten lang. Von daher, wenn ich da jetzt ein bisschen länger brauche, wieso nicht? So, also Elsa dauert noch ein bisschen. Dann schauen wir mal hier nach... dem... Bringe Christoph die Expeditionsberichte. Ich bräuchte deine Hilfe. Wow, ich freue mich so, dich zu sehen. Okay. Ich wollte eigentlich mit, ich kann jetzt nicht reden. Danke. Mit wem... Ach, jetzt kommt... Was ist das? Ich weiß, ihr liebt euch, aber ihr müsst ja nicht ineinander stecken. So. Hallo. Na, danke. Sag mal her. Sag mir, dass du etwas gefunden hast. Könntest du dich ein bisschen beeilen? Soll ich deine Lesebrille holen? Ich mache so schnell, wie ich kann. Hey, vielleicht ist es das hier. Oh. Aber das ist nicht gut. Auf der hier aufgeführten letzten Expedition von Erik ist ein großes rotes X zu sehen. Das bedeutet, dass das Schiff gesunken ist. Oh nein, du glaubst doch nicht, dass Erik... Ich bin sicher, dass Erik es geschafft hat. Wenn er ein Seefahrer war, konnte er sicher schwimmen. Man kann trotzdem ertrinken. Egal. Mal sehen, hier steht, dass das Schiff in der Nähe vom Schädelfelsen gesunken ist, nicht weit vom schillernden Strand. Vielleicht findest du ja einen Hinweis im Wasser. Man weiß ja nie, was man angeln könnte. Bis bald! So, dann gehen wir mal runter. Suche nach Hinweisen in der Nähe vom Schädelfelsen. Hallo? Am Strand.
Also ich glaube, ist es nicht irgendwie von Peter Pan? Sondern angeln wir hier mal, bevor ich hier versehentlich etwas angle. Versuche den Hinweis am Schlender Strand rechts vom Schädelfelsen zu angeln. Dann mache ich das noch schnell. Riel schaut so. Aha, du willst meinen Prinzen finden. Das muss ein Hinweis für Prinz Erik sein. Oh. Sieht irgendwie gruselig aus. Ich freue mich so, dass du hier bist. Diese Statue, das ist Erik. Ich habe genauso eine auf dem Deck seines Schiffes gesehen. Oh. Ist das alles, was du bei dem Schiffswrack gefunden hast? Ich mache mir solche Sorgen, dass ihm etwas Schlimmes zugestoßen ist. Ich mache mir Sorgen, alles wird gut. Entspann dich, ich bin sicher, es geht ihm gut. Ich bin froh, dass du hier bist, Ray-Ban. Ich wünschte nur, wir hätten ein paar Hinweise als eine zerbrochene Statue und ein gesunkenes Schiff. Wenn sich nur jemand außer mir an Erik erinnern würde. Warte, ich habe eine Idee. Wenn wir die anderen Teile der Statue hätten, könnten wir sie vielleicht zusammensetzen. Wenn die Dorfbewohner sie dann sehen würden, würde das vielleicht ihre Erinnerungen zurückbringen. Es ist ein Versuch wert. Aber das hier war das Einzige, was ich im Wasser in der Nähe des Schiffswracks finden konnte. Was für ein Schiffswrack? Ich sehe hier kein Schiffswrack. Ich sehe hier nur eine... Egal. Vielleicht wurden die anderen Teile an die Küste gespült und die Dorfbewohner haben sie gefunden. Christoph würde es wissen. Ich werde ihn fragen. Lass uns bald mal wieder sprechen, ja? Natürlich, Ariel. Bringe das Stück von Erik Shadow zu Christoph. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Falls euch die Folge gefallen hat, dürft ihr selbstverständlich einen Daumen nach oben geben. Falls ihr noch nicht abonniert habt, natürlich abonnieren drücken. Und das nächste Mal wieder einschalten bei der neuen Folge von Disney Dreamlight Valley. Ciao und bis zum nächsten Mal.